Mobilität wird in Salzburg von Jahr zu Jahr grüner. Elektroautos liegen stark im Trend. Das bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Der notwendige Strom muss produziert und die Ladeinfrastruktur muss gebaut werden. Damit das Bundesland Salzburg auch in Zukunft zu den Vorreitern gehört, haben das Greentech-Unternehmen Salzburg AG und Moon eine neue Kooperation abgeschlossen. Also prinzipiell sind wir auf dem Weg zum Greentech-Unternehmen natürlich stets auf der Suche nach Kooperationen, nach Partnerschaften, die uns weiterbringen. Und die Kooperation mit der Moon AG ist hier ein Meilenstein für uns in die Richtung Greentech und in die Richtung E-Mobilitätsprovider. Moon ist ein Tochterunternehmen der Porsche Holding und hat es sich zum Ziel gesetzt, die E-Mobilität in die Breite zu bringen. Wir sind diejenigen, die die E-Mobilität wirklich für den Alltag, für jeden zurecht machen. Das heißt, wir bieten von der Photovoltaik zum Speicher und verschiedene Ladelösungen für jeden individuell maßgeschneidert. Ganz konkret geht es darum, den Kunden mit einer Ladelösung zu versorgen, egal wie das für den Kunden am besten aussieht, ob das eine Wallbox ist, also eine Box, die an die Wand montiert wird, oder ein mobiler Ladekabel. Je nachdem, wie der Kunde das möchte, würden wir das dann für ihn auch ausführen. Durch die neue Kooperation sollen vor allem die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam gemeistert werden. Also das ganze Thema Elektromobilität ist natürlich noch sehr jung und da wird es ganz viele Innovationen geben. Und ich glaube, da haben wir auch mit der Salzburg AG einen super Partner, wo wir die ganzen innovativen Dinge, die auf uns zukommen, das ist Vehicle to Grid, Second Life Speicher, induktives Laden und so weiter, da haben wir natürlich mit der Salzburg AG einen starken Partner, wo wir natürlich einiges umsetzen wollen gemeinsam.